Menschen der Zeitgeschichte hat man nicht so oft zu Gast. Aber heute ist es soweit. Er hat als erster Mensch den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, ohne Flaschensauerstoff bestiegen. Das Ganze hat er mit allen 14 Achttausendern auf der Welt gemacht. Er hat als erster Mensch den Nanga Parbat im Alleingang bestiegen. Als erster Mensch den ersten Achttausender im Alleingang. Und er ist dann nochmal auf den Mount Everest hoch, ganz alleine, ohne Flaschensauerstoff. Und jetzt ist er hier bei uns, bei Autark, dem E3DC-Magazin. Wir befinden uns auf der Intersolar 2022 auf dem Messestand von E3DC. Und meine Damen und Herren, ich sage das total gerne. Es ist mir eine große Ehre und Freude. Er ist es nicht nur für mich, er ist es für viele Menschen. Der berühmteste Bergsteiger der Welt. Herzlich willkommen, Reinhold Messner. Einen recht schönen guten Nachmittag allerseits. Ja. Bitte schön. Herr Messner, darf ich Ihnen eine private Frage am Anfang stellen? Ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie sind der erste Mensch, der ohne Flaschensauerstoff auf den Mount Everest gestiegen ist. 14 Berge ohne Flaschensauerstoff, 8000er. Aber Ihren Haarwurzeln hat der Sauerstoffmangel nicht geschadet, offensichtlich. Kann das sein? Offensichtlich ist die Kälte, der Regen, der Schnee ein gutes Mittel, um die Haare länger wachsen zu lassen. Ja, also nehmen Sie das, machen Sie es nicht nach, versuchen Sie nicht, Ihren Haaren Sauerstoffmangel zuzufügen, auch wenn es bei Reinhold Messner geklappt hat. Herr Messner, ich habe Sie angekündigt als bekanntester Bergsteiger der Welt, aber das sind Sie nicht nur. Sie haben sich ja, Sie haben das gemacht, was wir sagen würden, man erfindet sich im Leben mehrfach neu. Sie haben sich ja eigentlich auch mehrfach im Leben neu erfunden. Ist richtig. Ich war gezwungen, mich neu zu erfinden am Beginn, weil ich ja die Zähne verloren hatte am Nanga Parbat. Die wurden amputiert. Und ohne die Zähne konnte ich nicht mehr so gut felsklettern wie vorher. Und da bin ich umgestiegen, das erste Mal zum Höhenbergsteiger. Dann wurde ich Grenzgänger in der Horizontalen. Dann wurde ich Forscher. Dann war ich sogar 5 Jahre lang in Brüssel im Parlament. Dann war ich Filmemacher, dann war ich Museumsgestalter und jetzt habe ich gerade wieder eine neue kleine Start-up-Firma gegründet, die nennt sich Messner Mountain Heritage und ich werde versuchen, meine Erfahrungen und das traditionelle Bergsteigen an die nächsten Generationen weltweit weiterzugeben. Wir haben uns ja in Berlin schon neulich gesehen und da habe ich zu Ihnen gesagt, es ist ganz komisch, es gibt eigentlich nur wenige Menschen, die, solange ich lebe, immer wieder aufgetaucht sind, die immer wieder was zu sagen hatten. Und Sie sind einer der Personen, die immer wieder in meinem Leben präsent sind, die immer wieder aufgetaucht sind, von denen ich immer wieder was gehört habe, aber eben nicht nur aus dieser Nostalgie heraus, sondern immer wieder mit neuen Dingen, immer wieder mit anderen Sachen. Und immer wieder hatten Sie etwas zu sagen, Sie haben die Weltentwicklung miterlebt, Sie haben gerade gesagt, Sie waren im Parlament. Wie ist das eigentlich gekommen, dass Sie es geschafft haben, so im Fokus der Weltöffentlichkeit geblieben zu sein? Also einerseits habe ich meine Geschichten mit sehr viel Vehemenz, Begeisterung betrieben und ich habe immer dazu erzählt. Ich bin auch ein Storyteller. Ich bin heute auch der Meinung, wenn wir ein Brand haben oder etwas Großartiges leisten, ist das die Hälfte des Tuns. Die andere Hälfte ist das Erzählen darüber. Und das ist eine eigene Kunst. Und ich sehe mich als Storyteller. Das Narrativ des traditionellen Bergsteigens, woher ich komme, ist mir ebenso wichtig wie das Klettern selber. Ja, wir haben ein paar wenige Bilder, die kennen Sie eigentlich auch. Vielleicht können wir mal ein paar Bilder einspielen von Reinhold Messner in seiner aktiven Zeit als... Da war ich Felskletterer in den Dolomiten. Das war meine erste Leidenschaft. Bis ich 25 war, habe ich die größten Wände, die schwierigsten Wände in den Dolomiten geklettert.
Hier beim Alleingang am Nanga Parbat 1978 war der erste Alleingang an einem 8000er und hat mich wesentlich geprägt, denn das war das I-Pünktchen auf meinem Bergsteigen. Besser konnte ich es nicht mehr machen. Und immer dann, wenn ich gemerkt habe, ich habe das Maximum erreicht, was ich leisten kann, was ich geben kann, bin ich eben umgesattelt in ein neues Tun. Ich habe mich bisher 7-mal neu erfunden. So, jetzt kommt etwas ganz Irres, was er gesagt hat. Nämlich die Philosophie des Bergsteigers. Was ist die Philosophie des Bergsteigers? Ich hoffe, ich kriege das zusammen. Sie haben, glaube ich, gesagt, Reinhold Messe hat gesagt, der Bergsteiger will sich in eine Situation bringen, in der er umkommen kann. Aber die Kunst ist es, dabei nicht umzukommen. Ist das wirklich so? Das ist wirklich so. Das ist der Schlüssel. Es ist natürlich ein einziger Widersinn. Und alle, die hier widersprechen, haben recht. Wenn jemand nicht umkommen will, dann soll er doch nicht dorthin gehen, wo er umkommen könnte. Aber das Nicht-Umkommen als Kunst ist nur möglich, wenn man wirklich umkommen könnte. Wenn ich nur 3 Meter über den Boden klettere oder wenn ich mir einen Berg mit dem Hubschrauber erschließe oder auch mit anderen Sicherungsmitteln wie heute am Mount Everest, dann ist das etwas anderes. Heute findet am Mount Everest Tourismus statt, aber nicht Alpinismus. Der Alpinist geht dorthin, wo die anderen nicht sind, und zwar in Eigenverantwortung. Und da gibt es Schwierigkeiten, es gibt Gefahren. Die Natur ist alle Tage neu, kreativ. Wir werden die Natur nie beherrschen können, sondern wir können nur in ihr überleben. Und das ist eine große Kunst, vor allem wenn ich auf die höchsten Berge, in die größten Wüsten oder auch in die Eisflächen gehe. Natürlich ist das nicht notwendig. Es ist auch nicht nützlich. Ich bin und bleibe der Eroberer des Nutzlosen. Aber ich mache mir selber das Tun sinnvoll. Den Sinn gebe ich meinem Leben selber. Den hole ich mir nicht vom Himmel herunter und den lasse ich mir auch nicht von irgendjemandem vorschreiben, sondern wir Menschen haben das Recht, Sinn zu stiften. Und je stärker ich bin im Sinnstiften, umso weiter komme ich. Ja, über Sinnstiftung wollen wir noch sprechen. Warum haben wir Reinhold Messner auf die Intersula geholt? Bei der Energiewende und dem Klimaschutz geht es auch um Eigenversorgung, um Autarkie, um Unabhängigkeit, um den Willen, das zu tun und es zu schaffen. Und ein Bergsteiger muss den unbedingten Willen haben, es zu schaffen. Er hat ein Gefühl für Unabhängigkeit, für Autarkie. Aber Reinhold Messner kann zu dem Thema noch ganz viel sagen. Aber zunächst möchte ich auf die Bühne bitten, der Mann, der für die Eigenenergieversorgung der Menschen sorgt. Und das ist der Geschäftsführer von E3DC, Dr. Andreas Piepenbrink. Hallo, Herr Dr. Piepenbrink. Grüß Sie. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch setzen. Wird es ein bisschen bequemer für Sie? Der Klimawandel ist ja wirklich ein Thema, da geht es um eine Existenzfrage der Menschen. Und ich zitiere wieder einen Satz von Reinhold Messner. Er hat gesagt, der Mensch ist ein soziales Wesen, aber der Selbsterhaltungstrieb ist unser stärkster Trieb. Früher haben sich die Menschen dezentral selber versorgt. Er kommt aus einer Region, aus den Dolomiten, das war relativ arm, da mussten sich die Leute selber autark versorgen. Sie hatten alles nicht im Überfluss, aber sie haben sich versorgt. Und die Menschen und die Region, aus der Reinhold Messner kommt, haben das getan, ohne ihre Umwelt zu zerstören. Und so haben alle Menschen gelebt. Und dann kam die Urbanisierung und die Zerstörung begann. Sie kennen die berühmte Hockeykurve. Und die Frage ist, warum sägt eigentlich der urbane Mensch den Ast ab, auf dem er sitzt? Hat er das Gefühl verloren, sich selber versorgen zu können? Herr Messner, Sie haben mal gesagt, in der Urbanisierung ist der Mensch ohne Chance auf Selbstversorgung. Haben wir als urbanisierten Menschen unseren Selbsterhaltungstrieb verloren? In keiner Weise. Also jede Einzelne hat natürlich den Selbsterhaltungstrieb in sich, auch in der urbanisierten Welt. Heute ist die urbanisierte Welt diejenige, wo die allermeisten Menschen leben und leben müssen. Anders könnten wir das gar nicht organisieren. Aber zurück in mein Villnöstal nach dem Zweiten Weltkrieg, ich bin ein Nachkriegskind,
da hat jeder Bauer alles produziert, was er für sich und für seine Helfer brauchte. Ein großer Bauer hatte einige Knechte und ein paar Mägde und die Familie. Und die mussten alle genug zu essen haben, die mussten Kleider haben, die mussten im Winter Holz haben, um zu heizen. Das Holz ist sukzessive geschlagen worden und nachgewachsen, also auf ewig angelegt. Die Häuser wurden, wenn eines niedergebrannt ist, in Nachbarschaftshilfe wieder aufgebaut worden. Da sind nicht fremde Arbeiter gekommen. Und im Übrigen hatte der Bauer alles, Butter, Milch, Weizen, Roggen, Rüben, Gemüse, Obst, was er brauchte. Und er zog es dann heran, wenn er es hatte. Das heißt, die Kirschen, jetzt kommen die Kirschen bei uns in Südtirol, wurden dann einen Monat lang gegessen. Und dann kamen die Zwetschgen und dann kamen die Äpfel und dann kamen die Birnen. Es gab dann in den Sommermonaten und in den Herbstmonaten genügend Obst und Gemüse. Für den Winter wurde eingekocht, vorbereitet. Aber es wurde kaum etwas zugekauft und auch nichts abverkauft. Heute ist das alles eine ganz andere Wirtschaft. Heute produzieren unsere Bauern Milch, die liefern sie an die Genossenschaft. Sie selber haben keine Mitarbeiter mehr, das ist nicht finanzierbar, das wäre viel zu teuer. Haben dafür Geräte, die viel Geld kosten und die immer wieder erneuert werden müssen, die auch viel Energie kosten, um betrieben zu werden. Und die Bergbauern kommen heute kaum noch zurecht mit dieser Arbeitsweise. Also viele müssen aufgeben, weil sich das einfach nicht mehr rechnet. Früher hat kein Bauer aufgegeben, außer mein Großvater. Nein, mein Urgroßvater war es. Mein Urgroßvater hat den Hof verloren und die Nachbarn haben gesagt, er hat den Hof versoffen. Also zu viel getrunken, dann hat er auch den Hof verloren. Heute verlieren die Bauern die Höfe, weil die Maschinen zu teuer geworden sind und weil die Milch zu wenig kostet. Mindestens bis vorgestern. Jetzt steigen die Preise im Moment. Herr Klapienbrink, es ist ja ganz interessant. Früher haben die Menschen sich in den Regionen selber versorgt. Sie haben es gerade beschrieben, mit allem, ist auch nicht verkauft worden, sondern hat sich selber versorgt. Und bei der Energiewende, wir sagen, die Energiewende ist dezentral, nicht urban, sie ist dezentral. Und in der Energiewende sind die Menschen auf die Eigenenergieversorgung zurückgekommen. Und das ist das, was wir hier auch machen mit Photovoltaik, mit Hauskraftwerken, mit Wärmepumpen, mit Elektromobilität. Die Menschen produzieren wieder in der Region, nicht in den urbanen Räumen, ihre eigene Energie. Und verbrauchen sie auch selber. Und warum müssen wir das machen? Wegen dem Klimaschutz, um das CO2 herauszubekommen. Und interessanterweise ist es doch so, das, was früher funktioniert hat, die dezentrale Eigenversorgung der Menschen, machen wir jetzt heute als Rezept für Klimaschutz zu sagen, wir machen Eigenenergieversorgung. Das heißt, die neuen Rezepte, Herr Dr. Piepenbrink, sind die alten Rezepte? Ja, selbstverständlich. Die Firma heißt ja auch E3DC, das heißt einsparen, erneuern und effektiv sein. Und was die meisten nicht verstehen, die Energiewende ist ja ein Einsparprinzip. Das heißt, das Elektroauto, ob man es mag oder nicht, oder die Wärmepumpe, spart ja erstmal 3 bis 4 Mal mehr Energie ein als ein fossil betriebenes Produkt. Und das Energiewendeprinzip ist ja ein regionales Prinzip. Und die Technologie, die man einsetzt, muss ja zirkulär sein. Das heißt, sie muss wiederverwendbar sein, sie muss lange halten. Und sie sollte natürlich auch, genau wie die Milch, lokal produziert werden und lokal verbraucht werden. Und dieses Prinzip ist ja durch den Wohlstand und durch die Anzahl der Menschen, die es gibt, natürlich ein bisschen aus den Fugen geraten. Aber das ändert ja nichts daran, dass das Prinzip richtig ist. Und jeder, der die Chance hat, das Prinzip zu verfolgen, ist natürlich ein sehr glücklicher Mensch, ja. Nur die meisten leben halt in Regionen, wo das schwer möglich ist. Das heißt, in einem Berliner Mehrfamilienhaus ist das natürlich schwieriger als im Alpenvorland. Ist denn unser Rezept, Herr Messner, wir haben das Problem des Klimawandels. Ist das wirklich so? Es gibt ja so Schlagworte, dezentrale Energiewende, Europa, ein Land der Regionen. Ist es so, dass wir in die Eigenversorgung wieder zurück müssen, in die Dezentralisierung zurück müssen, um uns selber versorgen und den Klimawandel aufhalten zu können? Also die dezentrale Energieversorgung ist in den großen Städten viel schwieriger als draußen auf dem Land. Aber ich bin in einer Woche in Nepal. In Nepal ist das die Lösung. Da stehen die Häuser einzeln, kleine Dörfchen, die können sich dezentral organisieren
und brauchen gar keine Stromleitungen machen, weil sie können das wirklich dann mit ihren Nachbarn zusammen lösen. Das Gleiche gilt für Afrika, für große Strecken in Afrika. Da sehe ich die großen Chancen, dass wir vom CO2-Gehalt runterkommen. Natürlich in einer Gegend wie Südtirol ist das auch möglich und ich habe das selber angefangen auf einer Alpenhütte, habe allerdings mit meinem eigenen Schloss, das ich seit vielen Jahren bewohne, ein Problem mit dem Denkmalamt, weil ich keine Sonnenkollektoren anbringen darf. Aber vielleicht mache ich mir nicht unweit davon ein kleines Windrad und komme auf ähnliche Erfolge. Aber was Autarkie angeht, auf alles habe ich mein Leben ausgelegt. Also mindestens bisher bin ich ein alter Mann und habe inzwischen alles abgegeben. Aber ich habe davon geträumt, als ich ein Bub war, einen Bauernhof zu haben, um genau das zu tun, was bei uns nach dem Krieg alle Bauern taten, Selbstversorger sein. Ich habe das auch geschafft und habe einen Biohof angelegt mit einem Pächter, weil ich ja da und unterwegs bin. Da produzieren wir vom Fleisch über Gemüse, über Obst, alles, was es braucht. Ich habe mir vorsichtshalber für größere Krisen, in die wir ja jetzt reinschlittern, auch ein Weingut angelegt, um nicht auf dem Trockenen zu sitzen. Das habe ich jetzt an meinen Sohn weitergegeben. Der muss das weiter schauen, ob er es und wie er es macht, als nicht nur energieautark, sondern generell autark. Aber ich sage Ihnen, das Lebensgefühl, autark zu sein, in jeder Hinsicht, ist viel stärker, als Geld irgendwo auf der Bank zu haben. Das stimmt. Der eine Aspekt ist ja der, dass wir uns selber mit Energie versorgen müssen. Und damit sparen wir viel CO2 ein. Das andere Thema, auch dazu kann Reinhold Messner gleich was Tolles beitragen, haben wir tolle Bilder vorbereitet. Das ist das Thema, was Dr. Piepenbrink ganz stark hat. Wir haben unglaublich viel CO2-Eintrag durch den Bau. Also nicht nur durch den Betrieb der Häuser, sondern auch durch den Bau der Häuser. Dr. Piepenbrink hat ein Buch geschrieben, das heißt Immobilie. Und das ist genau der Punkt. So wie wir bauen, produzieren wir unendliche CO2-Emissionen und knallen das auch noch in die Region rein, dass es zum großen Teil fürchterlich aussieht. Ich habe es ja nicht geschrieben, ich habe es herausgegeben. Unsere Kunden haben es geschrieben. Aber es stimmt schon, ja, die Schuld an der Umwelt hat das Gebäude erstmal in sehr starker Form. Und dann kommt noch der Betrieb dazu und man sollte an beidem arbeiten. Man sollte alt erhalten. Man sollte nicht unbedingt neu bauen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und wenn man neu baut, sollte man in jedem Fall die fossilen Betriebsstoffe durch Eigenenergieerzeugung runterbringen und das geht. Und dass man mal eine Größenordnung hat, einfach merken Sie sich einfach mal eine Zahl. So ein Gebäude, so ein modernes Einfamilienhaus, das braucht schon 70 Tonnen CO2 bei der Erstellung. Und wenn Sie es falsch betreiben, braucht es auf 30 Jahre nochmal 70 Tonnen. Und wenn Sie es für 50 bauen und CO2-frei betreiben, was ja geht, elektrisch oder weitgehend elektrisch, da hat man halt dann die Chance, noch zwei weitere Häuser zu bauen. Und das ist die Philosophie. Und man sieht ja auch, dass das Prinzip funktioniert. Das heißt, eigentlich ist es eine historische Chance, anders zu bauen. Und da gibt es ja auch von Herrn Messner im privaten Bereich ein tolles Beispiel. Ja, wie baut Reinhold Messner ein Haus? Die Frage können Sie sich selber ganz, ganz leicht beantworten. Er baut es in den Fels hinein. Wir haben ein paar Bilder dazu. Das haben Sie tatsächlich getan, Herr Messner. Sie haben Häuser in Felsen reingebaut. Also ich habe ein Haus in einen Felsen hineinbauen lassen, muss ich genau sagen. Ich muss auch gleich sagen, mea culpa. Es hat in der Herstellung wahrscheinlich mehr CO2 ausgestoßen als ein Holzgebäude, das ich auch hätte machen können. Aber mein Hintergedanke, das ist der Blick von außen. Sie sehen da diesen Schlitz, diesen dunklen Schlitz. Dahinter sind Fensterscheiben, da fällt das Licht hinein. Und das ist so angelegt, dass die Wintersonne, 8 Stunden Wintersonne, genau durch diesen Schlitz auf die Fensterscheiben geht. Und die heizt das Haus ohne Sonnenkollektoren. Es gibt zwar eine Wärmepumpe, aber braucht es im Grunde kaum. Und diese Idee kam, weil ich gesagt habe, ich möchte unsere Landschaft nicht mehr verbauen.
Wir können nicht noch Häuser und noch Häuser und noch Häuser und noch einen Kirchturm bauen, sonst ist früher oder später alles verbaut. Auch mit den Windkrafträdern ist das so eine Sache. In Südtirol bin ich dagegen. Ich bin gegen Windkrafträder im Gebirge, wo wir Tourismus betreiben, weil unsere Gäste das Recht haben, den freien Blick auf die Berge zu haben und nicht einen verstellten. In der Ebene ist das was anderes. Offshore bin ich begeistert, das ist gut, das ist die Lösung, aber nicht in fremden Verkehrsorten. Also nicht verbaut in der Landschaft, die Energie nutzen. Die Sommerhitze wird abgefangen von dem Betondach, das im Grunde genauso ist wie früher, dass der Felsen war, wo das reingeschlagen worden ist. Und ich hätte an dieser Stelle gar nicht bauen dürfen, weil es in Schlossnähe ist. Aber so gibt es dieses Haus nicht. Sie gehen vorbei, Sie sehen es nicht. Es ist nicht existent. Es ist kein Bunker. Ich habe nicht Angst vor Putin gehabt, sondern ich habe einfach ein Haus gebaut mit dem Hintergedanken, es muss anschließend energieautark sein und es muss, nachdem es ja beim Bauen im Grunde mea culpa nochmals einen ziemlich negativen Fußabdruck hatte wegen der ganzen Backerei, es muss nicht gesehen werden. Es soll die Landschaft nicht verstellen. Ich würde in den Alpen die Häuser fast alle in die Hänge bauen. In die Hänge hineinschneiden, dass ich vorne die Sonnenkraft kriege und hinten die Kühlung und damit viel Geld spare, sei es Geld spare und auch CO2 spare, sei es was die Wärme im Winter angeht und die Kühlung im Sommer angeht. Herr Dr. Piepenbrink, wir haben ja gerade über Energiewende gesprochen, über Klimawandel und Sie stellen Geräte her für Menschen, die sich selber versorgen wollen. Und das heißt, die Menschen haben eigentlich ein Gefühl, einen Sinn dafür, was sie tun müssen. Da geht es nicht nur um Ökonomie, da geht es auch um Selbsterhalt, um Autarkie, haben Sie gesagt. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der Mensch Klimawandel betreibt, die Natur kaputt macht. Es gibt entsprechende Studien, die sagen, wenn wir zum Ende des Jahrhunderts 4 Grad Erderwärmung haben und wir sind auf dem Weg zu 4 Grad, haben wir 75% weniger Weltbevölkerung. Die anderen Menschen sterben vorher durch Klimakatastrophen. Herr Dr. Brink, wie ist denn Ihr Gefühl von den Menschen? Auf der einen Seite verhalten sich Menschen total vernünftig, betreiben Eigenversorgung, sind verantwortlich. Und auf der anderen Seite leisten wir einen globalen Impact, der alles kaputt macht. Was haben Sie ein Bild von den Menschen? Ich habe im Vorgespräch von Herrn Messner einen tollen Sachverhalt gelernt. Es gibt den singulären Mensch und es gibt den Mensch im Clan. Aber über den Clan hinaus kann die Menschheit schwer koordiniert werden. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe der Politik, aber das kann so ein Unternehmen oder eine Einzelperson nicht machen. Und ich bin, glaube ich, der Falsche, der das beantworten sollte. Aber wie ist denn Ihr Eindruck? Haben Sie das Gefühl, wir Menschen sind vollkommen verrückt geworden? Ich denke, ähnlich wie Herr Messner, dass es einen regulierenden Mechanismus gibt, wenn die Zeiten schlechter werden. Und anscheinend geht es uns viel zu gut, weil es gibt ja offensichtlich gar keinen Handlungsbedarf für viele. Der wird nicht allgemein akzeptiert. Aber ich denke, dass der Mensch sich schon irgendwie retten kann, wenn es dann nicht zu spät ist. Aber das. Ja, auf meine Frage, ob der Mensch oder der Mensch völlig verrückt geworden ist, indem er alles kaputt macht und es zerstört und wir haben diesen globalen Impact, wir können ihn sehen, hat Herr Messner im Vorgespräch einen Satz gesagt, den fanden wir sehr beeindruckend. Sie haben gesagt, der singuläre Mensch auch heute ist intakt. Ist das wirklich so? Also der singuläre Mensch hat einen Selbsterhaltungstrieb und für seine nächste Umgebung auch Empathie. Und das Ganze ist im Gleichgewicht. Für die nächste Umgebung heißt Familie, Clan, die Brüder, die Schwestern, die Tanten, wer immer zu diesem Clan gehört, hat die Aufmerksamkeit und auch die Hilfe der anderen, wenn etwas nicht nach Wunsch läuft. Aber für die Weltbevölkerung, 8 Milliarden Menschen bald, können wir nicht Empathie aufbringen. Wir bringen jetzt sehr viel Empathie auf für die Ukraine, weil wir sehen, wie fürchterlich dieser Krieg ist. Aber das ist eine Ausnahme. Wir kriegen auch alle Tage Bilder geliefert. Aber wir haben nicht ein Herz für die gesamte Menschheit, Empathie zu empfinden.
Und deswegen gibt es auch bei der Umweltdiskussion die Frage, ja, wenn China und Indien nicht mitmachen, brauchen wir nicht vormachen. Die Europäer haben die Kraft und auch die hoffentlich die Übersicht, um zu sagen, wir gehen mindestens in diesem Punkt voran. Sie wissen ja, dass Trump die Verträge gebrochen hat, beziehungsweise ad acta gelegt hat. Die große Frage ist, wir können in der globalen Erwärmung eingreifen. Wir haben die globale Erwärmung getrieben über 200 Jahre Verbrauch der fossilen Brennstoffe. Und ich wünsche mir in der Klimadebatte eine viel langfristigere Sichtweise und eine hintergründigere Sichtweise. Also als es die Eiszeiten gab, hatten weniger Menschen zu essen und zu leben als heute. Viel weniger. Und die Menschen hatten viel größere Angst vor den Gletschern in den Alpen, die langsam talwärts kochen, Gletscher fließt und die Höfe genommen haben. Wo meine Burg heute steht, war früher ein Gletscher, vor 20.000, 30.000 Jahren. Und diese langen Wellen in der Geschichte, Erdgeschichte, sollten wir verinnerlicht haben, um zu wissen, die nächste Eiszeit kommt bestimmt, aber nicht in unserem Leben. In unserem Leben im Moment kommt eine Periode der Erwärmung und das wird zu starken Regenfällen, zu Überschwemmungen, zu Dürren führen, zu Bränden führen, vor allem dort, wo die Wälder nicht gepflegt werden. Und da kann die Politik schon vorgreifen, aber die Politik hinkt meistens hinter den Problemen her, auch jetzt. Und ich beschimpfe das nicht, weil ich weiß, wie schwierig das Ganze ist. Aber das Klima hat sich immer geändert. Das hängt von so vielen Sachen ab, dass die globale Erwärmung ein Teil für die Klimaveränderung ist, aber nicht der einzige Teil. Wir können bei der globalen Erwärmung messen und schauen, ob wir wirklich runterkommen. Allein jetzt die Krise, die wir haben mit der Pandemie und mit der Ukraine, zeigt, dass im Moment geht das wieder nach oben. Es ist gar nicht einzubremsen. Die Politik kann das nicht. Ich sehe Tag für Tag, wie Habeck, und ich bewundere ihn dafür, ringt wirklich um Lösungen. Aber er muss von den früheren grünen Positionen herunter, das ist anders nicht möglich. Und das Sympathische, das Bewundernswerte ist, dass er sich bemüht, dass er ringt, dass er nicht lügt, dass er offenes Visier hat und sagt, wir haben dieses Problem, wir haben jenes Problem und wir haben noch ein Problem. Und ich muss schauen, dass ich einigermaßen das Beste für Deutschland entscheide. Natürlich entscheidet er nicht alleine, er ist nicht der Kanzler, aber immerhin, das ist ein positives Beispiel von Politik. Es gibt aber auch dieses Zögern und nicht wissen was. Und die Klimakrise wird am Ende die Technologie abschwächen und natürlich solche Erfindungen, solche Ideen des autarken Kreislaufes in der Energie. Das ist eine große Errungenschaft für unsere Generation. Vor 20 Jahren hat das niemand gemacht und auch niemand gekonnt. Also die Vorstellung, dass die Politik die Menschheit rettet, da brauchen wir nicht zu hoffen. Das müssen wir Menschen selber machen. Sie müssen das Mikro ein bisschen näher ans Mund halten. Weil Also die Vorstellung, dass die Politik die Menschheit rettet, ist weg. Die Kreativität, die Technologie, und vor allem die Natur selber. Die Natur geht nicht unter. Die Spezien sterben und kommen wieder. Das haben wir schon x-mal nicht erlebt. Das war alles im Laufe der Erdgeschichte. Wir sind ein winziges Zeitfenster in der Erdgeschichte, wo wir als Menschen mit relativ wenig Überlebenschancen, wir haben nur ganz eine schmale Habitat-Geschichte, wo wir überleben können. Viele Tiere können bei viel schlimmeren Umweltbedingungen überleben wie wir. Wir müssen nur wissen, dass wir die Ersten sind, die aussterben, wenn wir weiterhin große Fehler machen. Das ist sicher. Aber die Erdgeschichte, die eine ganz andere Dimension hat als die Menschheitsgeschichte, ist mit hineinzuziehen. Deswegen ist auch die Geologie wichtig, die Klimaforschung, die zurückgeht über 200.000, 300.000 Jahre, was in der Antarktis über Eisbohrungen möglich ist.
wer selber wirklich in die Wildnis hinausging, wie ich, nach Grönland, in die Antarktis, auf die großen Berge, der weiß, dass die Natur keine Fehler machen kann. Die Natur ist nur da. Sie ist nicht böswillig und nicht gutwillig. Sie ist völlig absichtslos. Absichten haben wir. Und mit unseren Absichten haben wir sehr viel auf dieser Erde ins Ungleichgewicht gebracht. Aber uns schüttelt die Erde ab mit einem kleinen Windhauch. Wir sind die schwächste Gruppe, wenn wir auch zahlenmäßig und in der Potenz der Veränderung die größten sind. Aber die Natur wird sich am Ende immer erholen, auch wenn wir verschwinden sollten. Aber das darf nicht unser Ziel sein. Wir müssten im Grunde eine Empathie für alle Menschen finden. Deswegen brauchen wir nicht nur eine EU, sondern auch eine Weltregierung, die miteinander versucht, Frieden zu halten und vor allem auch den Umgang mit den Ressourcen so zu verteilen, dass es gerechter ist als in den letzten 200 Jahren. Also, Herr Messner, 7, 8, 9 Milliarden Menschen rotten sich ja nicht nur selber aus durch den Klimawandel, sondern der Mensch zerstört ja jeden Tag Ökologie, wir rotten Tierarten aus. Also der Mensch hat ja schon einen so großen Impact auf den Planeten, dass wir tatsächlich Natur zerstören. Also es ist ja nicht nur so, dass wir uns selber beiseite räumen, sondern wir sind ja mittlerweile so stark. Es gibt Bücher, die sagen, wenn der Mensch weg ist, stirbt auch die Natur, weil die gesamte Verstrahlung durch den Atommüll kommt. Also ist es nicht so, dass wir als Menschen inzwischen so viel Impact haben, dass wir wirklich große Naturzerstörungen durchführen, die Natur dauerhaft schädigt? Also das stimmt schon, dass diese Natur, wie wir sie heute kennen, Schaden erleidet durch unser Tun. Sollten wir von dieser Erde verschwinden, wird die Natur sich nicht reproduzieren, sondern neu erfinden. Wir sind lange nicht so kreativ wie die Natur. Was die Natur im Laufe von Jahrmillionen an Kreativität gezeigt hat, an Spezies herausgebracht hat, das ist so unglaublich, dass ich sogar als Skeptiker, was den Himmel angeht, glaube, dass es eine ordnende Kraft über den Ganzen geben muss, weil sonst ist das nicht denkbar. Wir haben ja das meiste, auch was wir positiv gemacht haben, für unser Überleben und für die Erde aus der Natur herausgenommen. Und unsere Wissenschaftler sind mehr und mehr bemüht, aus der Natur herauszulesen, was diese großartige Natur, zu der wir ja mit dazugehören, wir sind ja Teil davon, nutzen und machen. Also die Natur geht nicht unter. Es kann auch eine andere Spezies rauskommen, die dann lebt. Wir würden sie, ich weiß nicht, wie bezeichnen. Aber der Mensch ist ein Zufall. Wir sind entstanden beim Virus, diese Varianten. Wir sind eine zufällige Variante im Laufe von ein paar Millionen Jahren. Und beim Virus ging es halt schneller, dass Varianten kamen, weil dieser Virus sich so schnell verbreitet hat. Das waren Milliarden und Abermilliarden von Viren und einmal gibt es eine Variante und dann gibt es wieder eine Variante. Und so kam eines schönen Tages eben der Mensch heraus. Aber wir sind ersetzbar, nicht mit anderen Menschen. Die Natur werden wir nicht kaputt machen. Nur für unser Habitat machen wir sie kaputt. Wir brauchen ein bestimmtes Habitat. Und wir wissen erst seit relativ kurzer Zeit, dass wir das brauchen. Die Menschen vor ein paar tausend Jahren waren glücklicher wie wir, weil die hatten diese Sorgen nicht. Herr Messner, als Sie von anderen Spezies gesprochen haben, haben Sie mich so intensiv angeguckt. Das war jetzt nichts Persönliches oder so. Nein, dass Sie gedacht haben, der sieht auch schon so ein bisschen anders aus. Das könnte schon so eine andere Form sein. Also ich bin nur der Moderator und hab mich vielleicht ein bisschen anders entwickelt als Sie jetzt körperlich, aber das ist noch keine andere Spezies. Herr Dr. Piembrich, was ich sehr überraschend finde an Herrn Messner, man würde Sie als Bergsteiger, Naturmensch, naturverbunden, Sie haben sehr viel von Technologien gesprochen, dass nicht die Politik uns rettet. Und ich habe immer gedacht, ne, Technologien retten uns irgendwie vielleicht nicht. Auf der anderen Seite stehen wir hier in Technologien auf der Messe bei Ihnen, die uns tatsächlich CO2-Emissionen spart. Glauben Sie auch, dass Technologien uns retten können? Ich halte mich da an das Zitat von Herrn Messner, der Sinn kommt nicht vom Himmel und nicht von der Religion, der kommt vom Tun.
Und wir tun ja was. Wir müssen es nur auch umweltverträglich tun, damit der Nutzen größer ist als der Schaden. Aber es ist, glaube ich, unstrittig, dass wissenschaftlich gesehen CO2 durch Technologie auch reduziert werden kann. Definitiv. Indem wir halt kein Öl mehr verbrennen. Also müssen wir nur nachweisen, dass wir es regenerativ lösen und per Strom. Das ist ja der Sinn. Also ich glaube, das ist total unstrittig, Herr Werenski, selbst unter Wissenschaftlern, dass man durch Technologie den Verbrauch reduzieren kann, ohne gleich wieder riesen Rucksäcke zu bauen. Aber das Tun ist ja so ein bisschen aus der Mode gekommen, ja, weil wir wollten ja noch auf die junge Generation kommen, ja, und auf unsere Überlebenschancen. Ich wollte noch auf einen Punkt kommen, das haben wir im Vorgespräch gehabt, das war nicht ganz gut. Da haben wir so nachgedacht, was muss denn eigentlich passieren? Und dann sind in unserem Vorgespräch so Sätze gefallen wie Spitzenleistung und Motivation. Anstatt zu sagen, ihr seid alle böse und schlecht, Dr. Piembrink. Das ist ja eigentlich das genau Ihr Punkt zu sagen. Sie reden ja immer davon, wir brauchen Spitzenleistung, wir brauchen Motivation, wir müssen arbeiten, wir müssen uns auf unsere Tugenden, Bergsteiger heißt Verzicht. Das ist ja eigentlich genau das, genau Ihre Philosophie. Wir brauchen mehr Motivation, wir brauchen mehr Leistung, wir müssen vielleicht auch mal an bestimmten Stellen Verzicht üben. Das ist vielleicht als Rezept sehr viel wichtiger, als zu sagen, wir brauchen das dritte Gesetz. Ja, also sicher ist, ein Unternehmen kann nur funktionieren, wenn sie eine Vision haben, wenn sie Menschen den Sinn ihres Handelns vermitteln können, sodass die motiviert mitmachen, weil sie wissen, wo das Ganze hinführen soll. Und man spricht ja in einigen Bereichen Sport auch von Leidenschaft, bei den Bergen wahrscheinlich auch. Aber wenn ein Unternehmen Leidenschaft entwickelt, ist das natürlich relativ gut, weil dann gibt es ja auf Englisch den Purpose. Und Leute wachsen über sich hinaus. Und ich glaube, dass das bei der Energiewende auch passieren kann, weil Leute einen Sinn darin sehen. Und es ist ja auch ein industriepolitisches Thema. Und von daher hat man ja eigentlich gute Chancen, dass auch durch Motivation von Unternehmen und Menschen der Schaden vielleicht wieder ein bisschen reduziert werden kann. Hier auf der Intersolar, all die Menschen, die hier stehen, die haben ganz schwierige Zeiten hinter sich. Die haben erlebt, zumindest in Deutschland, wie eine Regierung die Energiewende versucht hat zu kappen. Es sind Einspeisevergütungen reduziert worden. Unsere Photovoltaikindustrie ist kaputt gegangen. Die Menschen, die hier stehen, die haben weitergemacht. Die haben für die Energiewende gekämpft. Sie haben sich durchgesetzt. Und das passt zu einer weiteren Erkenntnis von Reinhold Messner. Sie haben gesagt, Sie waren dann am erfolgreichsten, wenn der Widerstand am größten war. Das ist richtig, aber das ist vielleicht bei mir speziell. Ich habe im Leben ein paar Projekte angepackt, die nicht für möglich gehalten wurden. Dann war selbstverständlich auch Gegenwind da. Aber es war auch Gegenwind da, wenn ich Projekte gemacht habe, die eigentlich sogar mir sinnvoll erschienen, a priori. Wo es aus Neid oder auch aus Gegnerschaft, aus Nichtverständnis starke Widerstände gab. Und ich muss sagen, je stärker die Widerstände waren, umso besser wurde ich. Weil ich mich ja durchsetzen musste. Und weil ich natürlich auch beweisen wollte, dass die im Unrecht sind, dass sie falsch kalkuliert haben. Gerade mit dem Hauptmuseum, das ich in Bozen auf die Beine stellte, hatte ich 5 Jahre lang die Medien gegen mich, die alles getan haben, um das zu verhindern. Und ich konnte nicht allein reagieren, weil ja das Gebäude dem Land gehörte und ich nur einen Pachtvertrag erarbeitet hatte. Aber es ist mir am Ende gelungen und ich muss sagen, meine Lebensfreude, die ich daraus ziehe, dass ich ja die Gegnerschaft zurückdrängen konnte, die ist größer, als wenn ich das Ganze so nebenbei mitgenommen hätte. Am zufriedensten haben Sie heute geguckt hier in der Sendung, als Sie von Ihrem Weinberg gesprochen haben. Da haben Sie am glücklichsten ausgeguckt. Noch ein Satz, Herr Dr. Piembrink, Sie haben auch noch coole Zitate von Herrn Messner, da können wir noch ein paar nehmen. Einen will ich noch mal nehmen, wir reden über Leistung, aber Sie haben noch was Cooles gesagt. Sie sind ja so ein Quell der Erkenntnis präziser Sätze. Sie haben gesagt, finde ich auch sehr interessant, die größte Kraft haben Sie aus den Ideen gewonnen und nicht aus der Leistung. Das hätte ich gerne erörtert bekommen. Ja, also mein Leben, mir wurde das in meinem Leben zugespielt. Ich bin ja nicht mit 18 Jahren gestartet und habe gesagt, ich werde diese und jene Erfahrungen machen. Was ich sehr früh angefangen habe beim Klettern,
eine Wand anschauen und herauslesen aus dem Berg, wo könnte ich da hochsteigen? Wo sind meine Kräfte genug, um Kräfte, Fähigkeiten, Ausdauer, um da hochzusteigen? Das war eine Idee. Da gab es nur in meinem Kopf eine Linie und eine Überlegung, was kann da alles passieren, kann ich das auch klettern? Und wenn ich dann das realisiert habe, habe ich im Hier und Jetzt gelingendes Leben erfahren. Und dieses gelingende Leben, das schenkt uns Glück. Während wir das tun, wissen wir das gar nicht. Aber wenn wir durch sind, wenn wir das geschafft haben, wenn wir die Linie hinter uns haben, dann ist das nicht nur die Linie, das ist viel mehr. Das ist wie ein gelebtes Kunstwerk. Und das schenkt Glück. Es ist zu spät in meinem Alter, auf ein gelungenes Leben zurückzuschauen. Aber ich kann heute noch Ideen in die Tat umsetzen. Und das tue ich weiter. Das tue ich, solange mein Kopf funktioniert oder ich dort umfalle, wenn ich das Glück habe, nicht krank zu werden. Ich tue nur Ideen umsetzen. Ich habe alles, was ich erarbeitet habe, schon lang abgegeben. Ich brauche das nicht. Das ist nur langweilig. Alles haben ist nur langweilig und kostet am Ende nur Nerven, weil es Bürokratie belastet ist. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in einer Sparte tätig war, wo es keine Bürokratie gab. In der Antarktis gibt es nicht einmal den Zoll, gar nichts. Ich gehe einfach durch und bin wie auf dem Mond. Also die Menschen sind nicht da. Für den Everest brauchte ich eine Genehmigung. Die hat die Regierung in Kathmandu ausgestellt oder nicht. Aber wenn ich diese Genehmigung hatte, war ich frei. Ich bin in eine archaische Welt gegangen, in eine Welt vor der Menschenzeit, in eine wilde, gefährliche Welt und habe nach anarchischen Mustern gelebt. Keine Macht für niemand. Das ist die sauberste Demokratie, die es gibt. Keine Macht für niemand. Und wir haben dann, wenn wir zu dritt waren, hatten mal diskutiert, gehen wir heute noch weiter oder legen wir ins Zelt? Und wenn es kritisch wurde, lebensgefährlich wurde, hat jeder nach seinem Instinkt, aber auf das Ganze achtend reagiert. Das ist natürlich ein großes Glück, sozusagen in der Zeit zu leben wie der Mensch vor der Steinzeit. Und da habe ich meine Erfahrungen her. Und diese Erfahrungen sind mir wertvoller als die Erfahrungen in der urbanen Welt, in der ich auch lebe, aber nicht immer. Zum Glück kann ich immer noch ausbrechen. Herr Dr. Piembrink, Kraft aus Ideen, das müsste Ihnen gefallen. Sie sind ja auch so einer, Sie schöpfen ja auch Ihre Kraft. Sie denken sich technische Konzepte aus, Sie wollen bestimmte Geräte bauen. Und das ist die Kraft, die Sie sagen, das will ich einfach umsetzen. Wir brauchen diese Ideen und das gibt uns die Energie, die Leistungsbereitschaft, es dann auch zu machen. Ja, wir machen das schon im Team, aber Sie haben recht. Man muss sich immer wieder neu erfinden und man muss immer wieder sich vorausdenken und überlegen, wie kann man es machen. Das passt schon. Aber mich würde noch mal ein Thema interessieren. Herr Messner, Sie haben mal gesagt, die Hälfte ist Angst, die Hälfte ist Mut bei manchen Sachen. Und so diese Geschichte, wenn es wirklich eng wird und sehr gefährlich wird, ja. Sie haben Instinkt gesagt, Sie haben Erfahrung gesagt, aber ich glaube, ein Prinzip, warum Sie hier noch sitzen, ist, weil Sie, je schlimmer es kommt, je stärker werden Sie, oder? Also Mut und Angst sind eine interessante Geschichte. Das ist ein Doppelspiel. Die Angst ist meistens die Angst vor der Angst. Und die kommt im Vorfeld. Oft Monate bevor ich starte, kommen die Ängste. Und ich kann gegenhalten, indem ich sage, das muss ich besser machen, das muss ich prüfen, ich muss mehr trainieren, um das und das auch zu schaffen. Wenn ich dann mehr oder weniger alle Ängste, bis eine Restangst bleibt, weil ein Restrisiko bleibt, abgebaut habe und vielleicht ins Gleichgewicht gekommen bin, weil ich muss zu dieser Angst, die mir geblieben ist, die Restangst, immer noch einen Mut entwickeln, sonst kann ich nicht losgehen. Ich brauche ein Gleichgewicht. Wenn ich dann weiter zögere, dann wachsen die Ängste. Wenn ich nicht gehe, wenn ich zögere. Wenn ich beherzt losgehe, wenn ich die Gabe habe, es zu wagen, dann schrumpfen die Ängste im Ton, weil ich merke, ich kann das. Und das ist alles zu lernen. Wenn dann wirklich etwas Schlimmes passiert, dann gibt es einen Schrecken. Das ist nicht mehr Angst.
da reagieren wir instinktiv. Wir Menschen sind viel zu langsam, wenn wir anfangen zu rechnen. Also über mir, 500 Meter über mir, bricht ein großer Stein. Und ich höre das. Ich bin ja viel wacher als daheim, wenn ich am Berg bin. Nun kommt dieser Stein da herunter. Wenn ich jetzt anfange zu rechnen, der hat die Geschwindigkeit, diese Masse, und der verteilt sie vielleicht in 100 Stücke wie eine Granate, dann ist er schon vorbei und hat mich erschlagen, bis ich gerechnet habe. Sondern instinktiv warte ich und beobachte den Stein, und erst im letzten Moment weiche ich aus, weil ich ihn sehe. Wenn der zu hoch oben ist, weiß ich noch lange nicht, dass der 10 Meter über mir tut. Und das kann ich nur beherrschen. Das kann ich nur lösen, indem ich in diesem Schrecksmoment viel konzentrierter bin, viel mehr Kräfte entwickle, Adrenalin entwickle und dann auch wirklich den Hechtsprung schaffe, wegzukommen. Aber das ist Schrecken und nicht Angst. Die Angst ist eine nachhaltige Angelegenheit. Es gab sicherlich in meiner Zeit genialere Abenteurer als mich. Bessere Lunge, besseres Herz. Ich bin ein ganz normales Männchen, das da herumgestiegen ist. Aber die haben es vielfach nicht gewagt. Die haben gezögert. Und ich habe sehr früh, weil ich das als Kind angefangen habe, die Gabe entwickelt, meine Träume auch anzugehen. Nicht nur zu träumen, Luftschloss, hat mein Vater gesagt, dass ich mein Schloss kaufte. Luftschloss werde ich nicht besuchen, sowas kauft man nicht. Aber es war für mich nicht ein Luftschloss, sondern eine praktische Geschichte. Also ein Luftschloss allein trägt nicht weit. Es braucht schon eine Identifikation mit dem Ziel. Da sind wir auf dem gleichen Dampfer. Absolute Identifikation. Und dann auch den Freiraum zu sagen, wie packe ich meine Herausforderung an. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Und wer ausdauernd ist und wer Geduld hat, der wird früher oder später auch die bestmögliche Lösung finden. Zum Schluss noch ein Aspekt. Wir reden ja bei Klimawandel, Umweltschutz, Klimaschutz immer über die junge Generation, den wir dem Planeten übergeben wollen als Erbe, der intakt ist, der überlebensfähig ist, der überlebenswert ist. Und da reden wir immer sehr, sehr viel über die junge Generation. Und wir haben ja auch gut gebildete Menschen, junge Menschen, die sich sehr bewusst sind in ihrem Leben, in ihren Wünschen sind. Aber ich will jetzt nicht als inzwischen auch älterer Mensch über die junge Generation schimpfen. Aber wie sehen Sie eigentlich die junge Generation? Ich sage Ihnen, was ich sehe. Ich sehe gut gebildete, gut gelaunte, höfliche Menschen, junge Menschen, die auch vom Klimawandel wissen, die aber einen mega Superkonsum betreiben. Und ich wundere mich, dass diese Menschen, die so ausgebildet, so bewusst sind, ein unfassbarer Teil dieser Konsumgesellschaft sind und in einer Fülle auf die Ressourcen zurückgreifen und sie auch missachten. Das wundert mich eigentlich, dass bei all dem Wissen, Bewusstsein, was sie bekommen haben, sie eigentlich sich in unsere Konsumgesellschaft oder in die Zerstörungswelt nahtlos und noch schlimmer einreihen. Sehe ich das falsch oder ist das so Altersstarrsinn oder Neid oder wie sehen Sie das eigentlich? Also Sie beobachten sehr genau und gut. Also ich sehe das Ganze folgendermaßen. Es gibt junge Leute, wie viel Prozent kann ich nicht sagen, die sich wirklich bemühen, studieren, die kreativ sind, die wirklich das Maximum geben wollen, was sie können. Aber ich sehe einen viel größeren Teil, der nicht versteht, aus welcher Position heraus sie sprechen. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, es reicht nicht, am Freitag Schule zu schwänzen. Also sage ich ganz offen. Ich will damit nicht sagen, dass die jungen Leute nicht recht hatten, wenn sie gesagt haben, uns wird die Zukunft genommen. Aber aus welcher Position sagen sie das? Wir, ich meine, ich darf sagen wir, also die meisten hier nicht, weil sie zu jung sind, wir haben 200 Jahre lang, nur 200 Jahre lang, durch die Industrialisierung sehr günstige Energie genommen aus den Ressourcen. Und damit sind wir so reich geworden. Wenn die Energie das Zehnfache gekostet hätte, wären wir lange nicht so reich. Wir sind reich geworden, wohlhabend geworden, mindestens in den Industriestaaten, nicht alle, aber in der Summe. Und aus dieser Position heraus sprechen die Jungen. Sie wissen nicht, dass nur der Verbrauch der fossilen Brennstoffe, damit auch das Aufheizen der Erde, der Atmosphäre, stattgefunden hat. Und sie sagen nicht, wir sind in der
genialen Position, jetzt zu sagen, denken wir um. Aber dann dieser Generation, die diesen Reichtum geschaffen hat, vorzuwerfen, dass sie mutwillig die Erde kaputt gemacht hat, das lasse ich mir nicht gefallen. Das haben wir nicht getan. Niemand hat mutwillig das getan. Wir wussten es nicht. Die Politik wusste es nicht. Die Wissenschaft wusste es nicht. Wir wussten lange Zeit nicht, was da eigentlich passiert. Jetzt merken wir, dass die Temperatur steigt, auch schneller steigt als gedacht, dass wir viele Probleme kriegen mit dem Klima damit. Und jetzt versuchen wir gegenzuhalten. Ihre Herausforderung angenommen ist ein Gegenhalten. Und da gibt es viele andere Möglichkeiten dazu. Aber dieses blinde Annehmen dieser, nicht der Frau Greta, die meint es gut und hat einen Hintergedanken, der akzeptabel ist. Aber die vielen, die ähnlich auf die Straße gehen, ohne zu denken, wie sie sich selber einbringen, studieren, Wissenschaft betreiben, kreativ werden, arbeiten, aber nur jammern, das löst die Probleme nicht. Die Probleme werden nur gelöst, wenn wir universitäre Kräfte haben, also Wissenschaftler haben blendende Ideen umsetzen können und es dann verbessern. Das heißt Einsatz und nicht Kritik. Ich war nie ein Aussteiger. Ich bin ein 68er, ein typischer 68er. Und wir wurden damals geschimpft, wir seien Aussteiger. Und ich habe immer gesagt, ich bin ein Einsteiger und kein Aussteiger. Und ich wünsche mir von der Jugend mehr Einsteiger und weniger Aussteiger. Das müsste eigentlich das war jetzt das Schlusswort. Das müsste doch eigentlich genau sozusagen Ihre Position sein. Ja, ich bin erstaunt, wie viel man von den Leuten lernen kann, die die Erfahrung haben. Und ich teile die Einschätzung, obwohl ich noch nicht diese Weisheit erreicht habe. Es gibt ein Bild von Reinhold Messner auf dem Nanga Parbat. Da ist er aufgestiegen. Es war, glaube ich, allein. Sie sind allein raufgestiegen. Reinhold Messner ist allein raufgestiegen. Vielleicht können wir dieses Bild vom Nanga Parbat, wo er gestanden hat, mal einspielen. Also es ist ein 8000er. Der Nanga Parbat gilt als der Killerberg. Und da hat er oben gestanden. Nun sind wir investigative Journalisten, Herr Messner. Dieses Bild ist um die Welt gegangen. Und schon Stalin hat ja Bilder retuschiert. Und es ist uns gelungen, wie es dort ein Bild zu finden, wie es aussah, als sie oben angekommen sind. Nicht so, sondern als Herr Messner ankam, sah es so aus. Wir haben sie begrüßt, wir haben Sauerstoff gehabt, es gab ein Hauskraftwerk. Hat Ihnen mein Cappuccino geschmeckt oder habe ich Ihnen zu viel Zucker reingemacht? Also Ähnliches habe ich schon am Matterhorn erlebt, nicht? Da bin ich auch in ein Kiosk hineingelockt worden. Ja. Also so schlimm ist es noch nicht, ja. Aber es könnte kommen. Heute kann man wirklich diese Berge buchen. Das ist übrigens meine zweite Nanga Parbat-Expedition, nicht die erste, als mein Bruder gestorben ist und ich mir die Zähne erfroren habe. Das war der Alleingang und man sieht, vielleicht kann man das Bild noch einmal zeigen. Das Echte oder das Retuschierte? Nein, das Echte. Man sieht einen gebeugten Menschen. Das bin wirklich ich, so sehe ich mich. Ich bin im Laufe meines Lebens nicht überheblicher geworden der Natur gegenüber, sondern immer respektvoller. Je mehr ich gemacht habe, je kühner meine Taten gelungen sind, umso respektvoller bin ich geworden. Ich bin ein gebeugter, aber kein gebrochener Mensch. Ich respektiere nur die Natur als Gesetzgeber. Die menschlichen Gesetze akzeptiere ich mit dem Verstand, die Natur akzeptiere ich mit dem Herzen. Nun haben Sie doch noch geirrt in dieser Sendung, Herr Messner. Sie sind kein gebrochener Mensch, Sie sind ein toller Mensch. Danke, dass Sie da sind. Danke, die Legende Reinhold Messner auf der Intersolar bei E3DC auf dem Stand. Ein toller Auftritt. Danke, dass Sie da waren. Es war uns eine Ehre. Dankeschön. Das war autark, das E3DC-Magazin von der Intersolar.